Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ich bin's, der Kid Kaios. Froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserer kleinen netten Runde. Wir sind hier gerade in Agrobar und müssen ein paar Affen besiegen. Ja. Wir sind eigentlich auf dem Weg zu Ali Baboon. Der miese Kerl, der dafür gesorgt hat, dass ein Anschlag auf die Sultanin verübt wurde. Hier ist nichts passiert, wir haben natürlich alles geregelt und ja. Mal gucken. Hier wird aber echt viel gelabert im Mirage, ne? So, ich wollte euch in dieser Folge mal kurz das Caillou-Video anteasern. Könnt ihr selber suchen auf meinem Kanal, aber das ist es. Da war ich noch zart auf 24. Kaios. Mein Gitarrenspiel hat sich seitdem auch deutlich verbessert, fällt mir auf. Naja. Meine Güte, was für ein alter Schinken. Mann, oh Mann, oh Mann. Wer waren eigentlich so die ersten Leute, die das kommentiert haben, frage ich mich. Das sind bestimmt keine Leute, die jetzt noch auf dem Kanal sind, oder? Vor 3 Jahren. Es gibt nur 11 Kommentare dazu? Hammer. Das ist aber wenig, oder? 11 Kommentare gibt es nur dazu. Tja. Lappen hat echt keine Hobbys. Vor 3 Jahren. Von eSpeedirit, keine Ahnung. Gibt's den eigentlich noch? 6 Abonnenten. Jupp, alles klar. So geil. Geil. Voll cool von einem Erwachsenen. Es kann aber auch sein, dass ich einige blöde Kommentare im Laufe der Zeit gelöscht habe. Ich weiß es nicht mehr. Guck mal, es sieht aus, als würden da Hoden runterhängen. Guck mal hier, zwischen die Beine von dem Affen. Hier. Bong, bong, bong. Aber das ist dieser komische Lendenschurz. Lendenschurz, was ist das eigentlich für ein Name? Goons, we're starting to get a bit of a reputation. We've earned it, haven't we? I certainly think so. Erkunde den Schlag. Achso, wir müssen immer noch hier drin rumwandern. Ist hier wenigstens jetzt Ali Baboon. Das ist Ali Kasim. Fuck you. Ich will Ali Baboon besiegen. Well now, isn't this a trip? A wizard with a bounty on his head and a talking skull with a gemstone for an eye. I'm going to be rich. Boop, boop, boop. Hi. Ali Kasim. Ali Kasim. So, das ist die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Und dann muss ich danach alleine weitermachen. Denn ich habe eigentlich vor, morgen früh ein bisschen aufzunehmen. Morgen Vormittag. Mal sehen, ob ich wirklich Bock habe. Weil ich habe jetzt übermorgen auch noch Zeit und so weiter. Also mal sehen. Weil ich muss auch eigentlich das Sollte-Video mal fertig machen. Weil der Kanal darf ja nicht komplett zum Erliegen kommen.
Ja, Leute. Jetzt werde ich auch langsam doch ein bisschen müde. Wir haben jetzt 20 vor 11. Und jetzt sollte ich auch langsam die Haierkiste aufsuchen, ne? Ach, egal. Ja. Was gibt's Neues? Nix. Ich quatsche ja schon seit anderthalb Stunden. Länger noch. Aber für euch ist ein neuer Tag. Für mich ist immer noch derselbe Tag. Anderthalb Stunden sind vergangen. Ich habe inzwischen über alles geredet, worüber ich reden wollte. Pja. Ich wollte euch eigentlich mal was zeigen. Aber jetzt habe ich es vergessen. Naja, wird mir schon noch einfallen. Wahrscheinlich dann, wenn ich gleich im Bett liege. Denke ich, ach ja, das war's ja. Konzentrieren wir uns mal lieber auf den Kampf. Wobei es sowieso nicht so schwer ist hier, die Kämpfe im Moment. Und jetzt habe ich auch noch zwei Begleiter dabei. Das ist noch leichter. Die Begleiter halten sich übrigens, großen Respekt, vielen Dank, sehr vornehm zurück. Die rennen nicht vor und nehmen schon die Dialoge an. So soll es sein. Genau so soll es sein. Vielen Dank. Weiß nicht, ob sie es unbewusst machen. Oder ob sie sagen, ja, Moment, da war doch was. Top. Hände hoch, Daumen hoch. Hoch die Hände, Wochenende. Was ist eigentlich aus diesem Hans Entertainment geworden? Oh, ja, okay, stimmt doch. Ich erinnere mich, der hatte letztens einen Schicksalsschlag. Das war nicht so toll. Das so sehr ich Hans Entertainment auch für einen unglaublichen Spacko halte, das war nicht so toll. Ich glaube, seine Freundin oder so hat ein Kind verloren in der Schwangerschaft. Das ist natürlich dann nicht so toll, ne? Da kann man dann auch nicht sagen, hehe. Aber es gibt Assis, es gibt so viele Assis im Internet, die selbst da noch blöde Kommentare zu ihm geschrieben haben. Man kann ja das finden, wie er, was er da macht, wie man möchte, ne? Ich finde es total beschränkt. Aber sowas ist ja dann auch eine sehr private Sache. Und wenn sowas schief geht, ist das eine sehr traurige Sache. Und da kann man niemandem Beileid wünschen und so weiter. Egal, ob derjenige jetzt blöde Videos im Internet macht oder nicht. Ne? Ich habe vor ein paar Folgen von Elmar Hörig gesprochen, diesem alten Radiomoderator, der jetzt gegen Flüchtlinge hetzt und so weiter. Selbst bei so jemandem, ja, ich hasse den Typen echt, würde ich nicht schreiben, haha, geschieht dir recht oder so. Ja, wenn er sagen würde, oh, mein Kind ist gestorben, ich weiß nicht, ob der Kinder hat, oder meine Frau ist plötzlich verstorben. Ne? Selbst dann würde ich das nicht machen, weil es gibt noch sowas wie Menschlichkeit. Ne? Und das sollten wir uns alle bewahren. So, wir haben jetzt den Kasim besiegt. Ali Kasim. So, dann sind wir aber auch jetzt mal fertig mit Mirage, oder? Like that? That's what you get for eye in my eye. It's mine. You see? Ha! I mean it, Wizard. I'm not giving up this eye. It's all I got. Ach, wir sind noch immer hier drin, Zugane. Oh. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Illustrious Wizard, serving as Sultana Shahrzad's. Aber wir müssen aber nicht gegen den kämpfen. Ali Baboon is proud to make your acquaintance. Come in and be welcome. Das ist jetzt eine interessante Sache. Ah, very good, very good. Ali Baboon is smart, you see. Ali Baboon and Wizard will be fine friends. Yes, Ali Baboon is hated by Pharaohs. Geil, widerspricht. He does not want more enemies. Especially not the proud Sultana and the beautiful genie Istar. The Sultana sent you, yes? What does she wish of Ali Baboon? Truce talks. Ha, but this is no imposition. It is a gift to Ali Baboon. Like Sultana, Ali Baboon only wants peace and order in Agrabah. Yes. Tell Sultana that Ali Baboon will attend talks. He looks forward to it.
Over there is door to street. You may use that door, wizard, and you are welcome to return any time you like. Ali Baboon is fine friend, yes. Tja, der ist ja cool, wie der spricht, oder? Komm, dann gehen wir doch mal direkt auf den Balkon und werfen einen Blick. Lassen unseren Blick schweifen über Agrobar. Und von hier oben aus sieht Agrobar ganz schön scheiße aus. Das ist nicht schön gemacht. Das ist ja wie mit dem Setzkasten gemacht. Nee, das gefällt mir nicht. Gucken wir uns lieber hier drin um. Denn hier drin sieht es viel schöner aus. So, der Ali Baboon. Ist ein netter Typ. Weiß gar nicht, warum ich jetzt kämpfen sollte. Sprechen wir mit der Sultanin Scharazad. Und dann wird es in der nächsten Folge weitergehen. Also wir haben ja noch 5 Minuten, ne? Also ohne Pfeil würde ich mich in Agrobar tatsächlich nicht zurechtfinden. Der steht da immer noch, anstatt dass er in Ketten gelegt wurde. Ah, Wizard, I'm so happy to see you. Tell us, did Ali Baboon agree to attend the talks? He did. It was that easy. Hmm. Very well. You know, nice as he seemed to be, I'm just gonna venture a guess here and say he probably shouldn't be trusted. Oh, most certainly not. If he will attend our talks, however, that is progress in the right direction. Now, the only gang that remains is the Fangs, the most venomous of the bunch, and the one I expect will be the hardest to convince. And the grossest, I might add. As a part of this deal, we need them out of the palace. You know, I could use a little genie magic and... Actually, Istar, I don't think that will be necessary. Swan and I have already cooked up a secret plan to reclaim the palace. First, the wizard and Ozzy must go to the palace and convince Luther Ray to attend our talks. I would expect a fight. Good luck, my friends. Alles klar. Das machen wir aber nicht jetzt, denn es wird mir sonst zu spät. Ich muss jetzt die Folge beenden in 3 Minuten. Wir setzen da mal einen Punkt hin, wo wir das markieren, dass ich mich dorthin zurückbeamen kann. Ist das jetzt der Palast oder was? So, alles klar. Ja, was mache ich denn dann mal gerade? Ich gehe mal gerade nach Hause. Ah, welcome home. Welcome home. Guck mal, wie lässig er die Einfahrt hochfährt. Yeah, ich bin daheim, Leute. Ah, endlich wieder zu Hause. In meinem hochgradigst chaotischen Haus. Ist nicht schön hier, ne? Ist auch total still. Keiner hört was. Aber eine Hausbesichtigung habe ich ja auch schon gemacht, ne? Hi. Kuckuck. Kuckuck. Ja, ich wollte schon sagen, warum springt ihr nicht? Ja, da freuen sie sich, dass ich wieder zu Hause bin. Das ist aber lieb, oder? Ja, dann gehen wir nochmal gerade nach Hause, ist gut. Nach Wizard City. Kurz im Bazaar vorbeischneien. Obwohl, eigentlich brauche ich auch nicht in den Bazaar gehen. Mal gucken, ob noch jemand in der Stadtmitte steht. Ich bezweifle es sehr. Aber hier ist die Framerate wieder gut. Ah. Welcome home in der Stadtmitte. Hör auf damit, Kairos, hör auf damit. Ja, liebe Leute, das war es auf jeden Fall für diese Folge. Jetzt bin ich noch ein bisschen sinnlos umhergewandert. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Freude an dieser Aufnahmesession und an dieser Folge. Morgen geht's vielleicht weiter. Also morgen geht's hier auf jeden Fall weiter.
Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Empfehlt mich gerne weiter, abonniert mich, falls ihr es nicht schon getan habt. Drückt auf die Glocke und die Hupen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.